Was geht ab, meine Lieben? Euer inoffizieller Mojang-Mitarbeiter hat wieder zugeschlagen und eine wunderbare Mod für euch gecodet. Nämlich die Attack on Villager-Mod, bei der man Dörfer überfallen kann. Also ich werde Minecraft durchspielen und euch so die Mod vorstellen. Ihr habt es wahrscheinlich auch schon im Community-Tab von mir gesehen. Ich habe euch nach Ideen gefragt und meine kreative Community hatte so nice Ideen. Bin gespannt, ob ihr die Ideen wiederseht, denn ich habe die natürlich auch übernommen und programmiert. Der Code und der Download-Link ist unten in der Beschreibung frei zugänglich für euch. Würde mich freuen, wenn ihr noch einen Like und ein Abo da lasst, wenn ihr gerade den Mod runterladen würdet. War nämlich sehr viel Arbeit. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Wir brauchen trotzdem, auch wenn wir heute Dörfer überfallen, Standard-Equip. Deswegen werden wir uns diesen Lollipop-Baum hier vorknüpfen. Ist das echt ein Lollipop, what the fuck? Und dann einen Pillager-Outpost suchen. Denn da beginnt schon das erste Feature dieses Mods. Standard-Equip wäre fertig. Wir gönnen uns noch etwas Food. Danke, liebes Schwein. Kuh. Okay, sorry. Erstmal Verwechslungsgefahr. Und wie gesagt, gehen wir jetzt zu einem Pillager-Outpost. Denn ihr habt es euch gewünscht, dass man sich einen Banner auf den Kopf setzen kann und so zum Raid-Kapitän wird. Und nicht nur irgendein Banner, nämlich den ominösen Banner, den entweder die Raid-Kapitäne tragen oder auch an den Pillager-Outpost links und also drumherum platziert sind. Ist egal, welchen man nimmt, Hauptsache es ist dieser ominöse Banner. Und mein Gespür sagt mir, dass sich hier in der Nähe irgendwo ein Pillager-Outpost befindet. Guck mal, das Pferd, ich glaube, das Pferd guckt sogar in die Richtung von dem Pillager-Outpost, weil es einfach schon weiß, was das gleich für grandiose Ereignisse geben wird. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, der Mod ist in der Beschreibung. Es wäre so cool, ich bin wirklich am überlegen, ob ich bald die Coding-Tutorials raushaue, weil stellt euch mal vor, wie cool es wäre. Ihr lernt so von mir coden und dann könnt ihr diese Mod hier erweitern, weil ich habe hier wirklich noch ein paar Sachen freigelassen, die man coden kann. Die Mod ist ja eh grenzenlos, man kann hier noch so viel hinzufügen. Und es wäre so cool, wenn ein paar Leute von euch dann noch was sowas adden, wisst ihr. Dann stelle ich die nochmal vor und dann gibt es so einen zweiten Teil und dann gucke ich eure Mods an und dann, oh mein Gott, das wäre so cool. Wir gucken uns jetzt aber lieber was anderes an, denn hier haben wir einen Pillager-Outpost und da drüben ist direkt auch ein Dorf, was wir überfallen könnten. Es wurde auch in die Kommentare geschrieben, dass es cool wäre, wenn man die Pillager, also den hier, hallo, irgendwie zähmen kann, damit der einem gehorcht oder so. Das habe ich diesmal weggelassen, also es ist diesmal einfach ganz stupide, dass man den Banner auf den Kopf setzt und so zum Raid-Kapitän wird. Sorry Jungs, ihr kommt leider nicht in eure eigene Base. Wir nehmen uns mal noch hier den Loot raus, das ist sehr schön. Und dann hier an diesen Rändern sind diese Banner, von denen ich gesprochen habe. Das werden wir uns direkt mal nehmen. Und ab hier beginnt die eigentliche Magie dieses Mods. Ich bin ein Tollpatsch. Ab hier. Hä? Sind jetzt alle runtergefallen? Ich bin so schlecht. Okay, ich weiß. Ich bin jetzt auch schon getriggert. Was tue ich? Aber das muss doch jetzt hier runtergefallen sein. Dankeschön. Ich muss mal noch ein paar Meter hier weggehen, weil die Homies sind noch nicht gut zu sprechen auf mich. Das wird sich aber gleich ändern. Glaubt mir, wenn ich euer Anführer bin, dann werdet ihr die Klappe halten. Und könnt ihr mich bitte nicht umbringen. Alter, ey, ich bin einer von euch. Also gleich, lasst mich mal in Ruhe, bitte. Okay, ich glaube, ich habe sie abgehängt. So, und jetzt kommt das erste Feature. Es wurde sich nämlich gewünscht, dass man sich den Banner auf den Kopf machen kann. Ich habe aber da noch was anderes hinzugefügt. Oh mein Gott, geht weg. Man kann sich tatsächlich den Banner auf den Kopf setzen. Und wie ihr seht, gibt es auch noch ein paar neue Sachen. Erstmal, es gibt ein neues Advancement. Das Raid-Kapitän-Advancement. Das wird auch hier oben angezeigt. Raid-Kapitän. Und es gibt noch ein weiteres Advancement. Das werden wir aber gleich noch anschauen. Und zusätzlich ist hier noch so ein Homie gespawnt. Er sieht friedlich aus. Ist es auch quasi, ihr seht es schon anhand des Sattels, man kann auch den Ravager reiten. Er ist auch gut schnell, das kann man noch anpassen, wenn ihr meint, dass es zu schnell ist. Aber fürs Erste ist das sehr geil, dass man auf den Ravager einfach hier reiten kann. Ich habe mir gedacht, das an sich ist ja schon cool, ne? Dass man auf einem Ravager reiten kann, ist schon sehr geil. Man muss aber noch irgendwas mit dem machen können. Man muss mit dem noch irgendwie angreifen können. Deswegen drücke ich mal die Leertaste und halte sie gedrückt. Und was denkt ihr, wird jetzt passieren, wenn ich die Leertaste loslasse? Ihr könnt ja schon mal für euch raten. Und ich werde das Ganze mal loslassen. Denn der Ravager kann seinen Kopf als Kanone schießen. Und je nachdem, wie stark, also wie lange ich auf die Leertaste gedrückt habe, desto stärker ist die Explosion. Sehr cool, oder? Was meint ihr?
Also klar, dass man auf dem Typ hier reiten kann, ist schon cool an sich. Aber dass man dann noch mit dem seinen Kopf abschießen kann, das ist wirklich geil. Okay, wir haben genug Holz, weil ich glaube, ich muss mich gleich hochtauern. Und wir werden jetzt direkt mit dem ersten Raid starten. Ich werde gar nicht so viel reden. Ihr könnt ja erstmal die Eindrücke sammeln. Erst nach dem Raid werde ich euch alles zeigen. Ihr müsst einfach nur mit einem Banner, also wenn ihr den Banner auf dem Kopf habt, hier in ein Dorf reinlaufen. Und dann startet der Raid. Das seht ihr, indem ja, es einmal diese Bossbar gibt und halt der Blitz erscheint, wie bei Attack on Titan. Und jetzt, das ist eine neue Raid. Ihr seht es, wir müssen Villager ausrauben. Und das funktioniert so, oh mein Gott, indem ich Rechtsklick auf den Villager mache und seine Items klaue. Mein Ravager-Freund hilft mir schon dabei. Oh, ich muss schnell auf den drauf, weil sonst sterbe ich. Also man kann Rechtsklick auf die Villager machen und so ausrauben. Die haben Items anhand ihres Berufs im Inventar. Wenn sie keinen Beruf haben, bekommen sie einfach random Items von einem anderen Beruf. Aber falls sie Fletcher sein sollten oder Fisherman, dann bekommen sie auch natürlich die Items von einem Fisherman. Und jetzt muss ich mal langsam hier an diese Dinger rein, denn ich muss noch zwei Leute ausrauben. Das habe ich auch nicht. Ich habe mich gerade so erschrocken. Das war ja schon der perfekte Raid. Ich gehe mal nochmal dahin. Okay, da sind wir nochmal. Und da fällt mir gerade auf, eine Sache, die ich nicht hinzugefügt habe, die auch cool wäre, wenn die Dorfbewohner auch gewinnen könnten. Die haben jetzt gerade offensichtlich gewonnen. Und es wäre cool, wenn sich das Dorf dann noch regeneriert oder so. Wieso sind die jetzt nicht aggro auf mich? Also, hallo? Okay, dankeschön. Jetzt habt ihr es gesehen. Das war ein Cleric und der hatte Cleric-Items in seinem Inventar. Ich weiß gar nicht, warum die mich nicht mehr angreifen. Was aber gut für mich ist. Ich habe irgendwie Angst vor denen. Wir müssen nur noch einen Villager ausrauben. Das machen wir hiermit. Oh mein Gott, das war nicht so schlau. Und wie ihr seht, ist jetzt eine neue Wraith gespawnt. Wir müssen nämlich die Villager... Ach du Kacke. Wir müssen nämlich jetzt die Villager umbringen, die wir gerade eben ausgeraubt haben. Also... beziehungsweise alle. Und die Dorfbewohner haben einige Verteidigungsmechanismen, die man usen kann. Einerseits, seht ihr schon, können die so Eisengolems reiten und die Eisengolems sind auch aggro auf mich. Dann seht ihr es nochmal. Ein Villager hat hier ein Schwert in der Hand, mit dem er mich auch angreifen kann. Aber leider sind die zu dumm. Ich will gerade gucken, ob der aggro auf mich ist. Okay, das habe ich irgendwie noch nicht so geil programmiert. Oder? Ich habe gerade Angst, deswegen will ich es nicht ausprobieren. Die Dorfbewohner können mich entweder angreifen, sie können entweder sehr schnell wegrennen oder, ja, wie ihr seht, sie spawnen halt auf Eisengolems. Das ist deren Art und Weise, wie die sich verteidigen. Jetzt haben wir das Dorf quasi fertig ausgeraubt. Jetzt müssen wir nur noch das Dorf abbauen. Hier dran hindern uns auch die Eisengolems, wie ihr seht, beim Dorf abbauen. Ah, hier ist noch einer. Wir müssen das Dorf abbauen und wenn wir das gemacht haben, diese Anzahl der Blöcke, nicht alles, nur ein kleiner Bruchteil, dann sind wir fertig und haben den Raid erfolgreich besiegt. Das sieht jetzt hier nicht so spektakulär aus, weil das ein kleines Dorf war, auch mit wenig Dorfbewohnern. Wir werden gleich noch ein größeres Dorf finden mit mehr Dorfbewohnern und dann seht ihr mehr diese einzelnen Interaktionen, dass ein Dorfbewohner mich angreifen kann und so weiter. Weil das hier schon sehr viel ist, was ich abbauen müsste, überlege ich gerade, ob wir das Dorf einfach nicht verbrennen. Ich glaube, das wäre eine gute Idee. Ich fahre mal ein bisschen Gravel für Flint. Aber hier haben wir einen Homie, der, glaube ich, nicht so gut auf mich zu sprechen ist. Die Eisengolems muss man, by the way, nicht töten. Die dienen nur zum Schutz. So, wir haben Flint bekommen. Jetzt brauchen wir nur noch ein Eisen von unserem Homie. Okay, der hat doch auch Lust auf mich. Ist halt auch die Frage, ob man bei diesem Mod die Eisengolems stärker macht oder irgendwie, dass man sich nicht hochtauert, weil... vom Prinzip könnte man sich jetzt permanent hochtauern. Das könnte man einerseits damit irgendwie abwehren, dass man mehr Dorfbewohner spawnt mit Pfeil und Bogen, sodass man runtergeschossen werden kann. Dann ist man natürlich nochmal viel ungeschützter, als wenn man da oben ist. Wir haben jetzt ein Flintenziel. Das heißt, ich werde hier mal alles abfackeln. Das zählt nämlich als abgebauter Block. Wie ihr seht, wenn ich hier einen Block abbaue, dann wird es immer niedriger, die Anzahl der Blöcke, die ich abbauen muss. Das ist sehr praktisch, deswegen kommt mal her. Häuser, das war's mit euch. Ja, Wasser ist hier natürlich ungünstig dann. Hier noch, hier noch, hier noch. Und es lohnt sich auch, die ganzen Häuser abzufackeln, denn am Ende bekommen wir einen Gewinn, dass wir dieses Dorf erfolgreich ausgeraubt haben. Aber schreibt mal hier in die Kommentare, was es für Abwehrmechanismen für das Abbauen geben soll. Also was könnte man hier noch machen, dass das Abbauen ein bisschen erschwert wird. Man könnte, keine Ahnung, die Eisengolems noch schneller machen.
Oder die müssten auch mehr, eine größere Range haben. Oh, man könnte vom Prinzip hier Zombie-Villager spawnen und die dann, die verteidigen dann das Dorf. Das wäre eigentlich eine coole Idee. Oder halt, was ihr noch schreibt. Haut gerne Ideen in die Kommentare. Oh, das ist auch funny. Seht ihr, wie der Timer immer so hoch und runter geht? Ich glaube, das liegt daran, ich habe das Shit gecodet. Und zwar zählt das Feuer nämlich auch als Block vom Dorf. Weswegen der Counter dann immer so hoch und runter geht, weil das Feuer ja erlischt und nicht mehr da ist. Gut zu wissen. Ey, das ist geil, dass ich hier gerade so einen ersten Live-Test mache. Dann weiß ich nämlich, was ich noch fixen muss. Das ist perfekt. Nur noch 200 Blöcke, dann haben wir es. Und dann kommt nämlich der große Gewinn. So, das hier noch ein bisschen abbauen. Das Haus hier noch abbauen. Zack, zack, zack. Noch 33 Blöcke. Ich würde so gern dieses Dach hier abfackeln. Machen wir auch. So, pam, 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 pam. Das noch. Das Dach muss weg und das hier. Dann sollten wir es gleich haben. Denn wenn wir alles hier besiegt haben, bekommen wir nämlich den Loot des Dorfs rausgeploppt. Der Loot wird bestimmt anhand von den Dorfbewohnern, die hier gelebt haben. Das heißt, wenn es viele Clerics gab, dann bekommt man dementsprechend auch viele Cleric-Items. Wenn Fishermen hier waren, Fisherman-Items und so weiter. Auch die Anzahl des Loots wird durch das, durch die Größe des Dorfs bestimmt. Wir haben jetzt viel Cleric-Stuff bekommen und Banner-Stuff. Ich weiß nicht, von wem das ist, von diesem Haus hier. Ich weiß nicht, wie der Beruf heißt. Und wir haben auch noch ein Horn bekommen. Das gab es nicht im Dorf. Das wird von dem Mod selbst hinzugefügt. Das Horn können wir nämlich später usen, um noch mehr Vorteile während eines Raids zu bekommen. Und die aufmerksamen Zuschauer unter euch haben es auch schon mitbekommen. Wir haben erstens einen neuen Effekt bekommen, Villain of the Village, was dazu führt, dass wenn wir jetzt mit anderen Villagern traden wollen, dass diese teurer werden. Das wurde sich auch in den Kommentaren gewünscht. Und wir haben noch ein neues Advancement, halt einfach Villain of the Village. Das Gegenteil von Hero of the Village. Ist sehr cool, dass es da so zwei Parallelen gibt. Und das war der erste Raid. Wie gesagt, es war etwas unspektakulärer, weil dort wenig Dorfbewohner waren. Und auch zum Beispiel kaum Fletcher waren oder ja generell einfach wenig Dorfbewohner, die sich verteidigen konnten. Ich mache mich jetzt auf die Suche nach einem größeren Dorf. Nicht nur wegen des Angriffs, sondern auch, es kann sein, dass nicht nur normale Pillager spawnen, sondern auch Windicator, Illusioner und Ravagers. Und ich hätte halt sehr gerne nochmal einen Ravager, auf dem wir hier reiten können. Die Wüste sieht sehr vielversprechend aus. Ich hoffe, wir finden da ein Big Baba Bubu Dorf für den nächsten Überfall. Hey, wie viele Outposts finde ich denn? Wie ich schon meinte, wenn hier ein Outpost in der Nähe ist, muss eigentlich auch ein Dorf in der Nähe sein. Das ist ja seit der 1.19 oder 1.18 sogar, dass die nah beieinander liegen. Mir fällt gerade auf, es wäre auch eigentlich cool, dass wenn ich das Ding hier auf dem Kopf habe, dass die Pillagers, also wenn ich jetzt hier durch einen Pillager Outpost laufe, dass die mich verfolgen und mir beim Raid helfen. Das könnte man noch hinzufügen. Das ist eine geile Idee, wisst ihr? Oh ja. Ich glaube, wenn sich hier noch viele Ideen in den Kommentaren bilden, dann werden wir hier noch einen zweiten Teil machen. Das ist nämlich sehr vielversprechend und da haben wir unser Dorf. Banner ist auf dem Kopf. Das heißt, wir sind startklar und der Raid hat auch schon gestartet. Ihr habt es da hinten schon gesehen. 12 Villagers müssen wir bekämpfen und ihr seht es schon, da kommen sie angerannt. Okay, das ist das, was ich meinte. Ich hau mich mal hoch, nur damit ihr es seht. Wir haben auch Villager-Homies bekommen, die uns helfen. Ich werde aber gleich runtergehen und mich ins Gefecht stürzen. Ich will mir aber dennoch ein Schild craften, wenn das hier okay ist. Ich gehe runter und ihr seht schon, die Villager, die angreifen, die haben hier ein Schwert in der Hand. Und wenn wir jetzt irgendwo noch einen Fletcher finden sollten, dann seht ihr auch, dass es auch Villager gibt, die Bögen in der Hand haben. Hoffentlich ist das der Fall. Okay, was macht der da oben? Moin. Hier haben wir noch einen Übeltäter. Aber den kriegen wir easy down. Die hier machen einfach gar nichts. Perfekt. Oh, nevermind, die machen was. Das ist das, wovon ich auch geredet habe. Es gibt auch Villager, die so ultra schnell sind und einfach wegrennen vor einem, damit man die nicht gefangen bekommt. Junge, wo er hin will. Und was ist das hier für ein Haus? Das ist ein richtiges Quatschhaus, hä? Sorry, Katze. Den hier unten holen wir uns auch noch. Wir haben ja vorhin beim Raid ein Horn bekommen. Das Horn können wir usen, um die Villager ausfindig zu machen. Das heißt, da oben war noch einer. Ihr habt es gesehen. Oh, ich glaube, ich mache mir gerade noch einen genüsslichen Waterbucket, damit das hier noch einfacher wird. Da, wo sind meine Homies? Da ist der Nächste, der mich angreifen will. Ja, hast du keine... Hast du Angst oder was? Ey, mir kommen gerade voll die Ideen beim Spielen, was aber geil ist. Es wäre cool, wenn manche Villager auch eine Axt haben als Item, damit mein Shield gebreakt wird und es ein bisschen schwieriger ist und ich nicht einfach die ganze Zeit mein Shield rechts klicken kann. Hier haben wir, glaube ich, einen Villager auf einem Eisengolem. Da muss ich aufpassen. Der sollte aggressiv sein, ja. Okay, das war close.
Den haben wir aber. Perfekt. So, wo sind noch die restlichen Villager? Da, da sind genau 4 Stück. Haben die ein Schwert in der Hand? Wenn die kein Schwert in der Hand haben, dann sind das Villager, die einfach nur schnell wegrennen. Ja, man sieht ja, wie schnell die sind. Oh je. Naja, kommst du nicht hoch. Bist ein bisschen dumm. Oh, er ist so lost, er macht einfach seinen eigenen Homie down. Idiot. Ey, aber danke. Ich weiß noch nicht, auf welcher Seite du bist, aber anscheinend warst du gerade auf meiner Seite. Da haben wir die letzten Villager, die muss ich noch umbringen. Ich habe übel Angst. Kannst du mich bitte in Ruhe lassen, Eisengolem? So, ausgetribbelt. Das heißt, wir können hier ganz schnell die hier holen. Der ist weg. Ja, ich frage mich gerade auch, warum die Villager nicht alle so schnell sind, wenn ihr wisst, wie ich meine. Oder irgendwie was in der Hand haben. Da muss ich nochmal den Code schauen. Schreit echt nach einem zweiten Teil. Wie ich schon vorhin meinte, spawnen hier auch extra Raider-Entities, wenn man eine neue Wraith begegnet. Jetzt haben wir auch nochmal unseren Ravager und können ganz genüsslich dieses Dorf in die Luft jagen. Das ist natürlich der spaßigste Teil, keine Frage. Oh mein Gott, satisfying. Ich habe Angst, dass ich sterbe, wenn ich jetzt hier hinschieße. Weil die Explosion so groß ist, aber es sollte passen, perfekt. Bin echt gespannt, wie der Endloot hiervon sein wird, denn es war jetzt schon sehr viel. Also hier waren jetzt doch mehr Villager. Oh, und da hinten können wir direkt den nächsten Raid starten. Sehr geil, das machen wir. Aber ich muss weiter nach unten gucken. Es wird nämlich die Höhe des Ravagers genommen, also wo er hinguckt und nicht von mir. Also es wird nicht mein Fahnenkreuz genommen, sondern das des Ravagers, falls ihr euch wundert. So. Noch ein paar Blöcke und dann werden schon wieder die Items gedroppt. Perfekt. Victory. Und hier regnet es die Dorf-Items. Ist das nicht wunderbar? Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich Sinus und Cosinus gebraucht habe von der Schule, damit ich diese kreisförmige Bewegung programmieren konnte. Oh, mein Ravager. Kriegst du meinen Ravager nicht down, Eisengolem? Das ist aber sehr schade. Wir haben einen Haufen Emeralds bekommen. Banner, nochmal ein Horn. Ein verzaubertes Buch mit Feather Falling 4. Kann man machen. Die ganzen Emeralds sind sehr geil. Pfeile, okay. Bekommt man Pfeile von einem Fletcher oder diese verzauberten Pfeile dann von einem Cleric? Ich weiß gerade gar nicht. 18 Emeralds haben wir hier rausbekommen. Das ist okay, I guess. Ich mache mir mal eine Eisenhose, würde ich sagen. Und dann greifen wir da hinten das nächste Dorf an. Nachdem wir das angegriffen haben, würde ich auch sagen, dass wir weiterhin Minecraft durchspielen. Dahin habe ich nämlich einen Lavasee gesehen, den wir usen können. Enderperlen müssen wir zum Glück ja nicht mehr so viele farmen. Ich habe einen als Hilfe bekommen. Wow. Ey, dankeschön. Dann werden wir auch gleich noch mit ein paar Villager trainen, damit ihr seht, dass das hier auch teurer wird. Aber jetzt, oh mein Gott, Junge. Ich will dich doch nur ausrauben. Wieso hat der nichts? Ja, Ravager, mach ihn fertig. Okay, der hat nur Food. Und das ist ein schneller Villager. Das ist einer, der sich verteidigen kann. Okay. Ey, bitte, lass mich in Ruhe. Dankeschön. Junge, vor allem, das ist halt doch schwer teilweise, weil die Dinger so schnell sind und man die gefühlt einfach nicht hitten kann, wenn der einmal um dich herum straft. Schaut es euch an. Junge, er hat einfach Kill-Aura. So ein Dorf habe ich auch noch nie gesehen. Das war der 5. Villager. Perfekt, ich brüte mal hier. Da kommt nochmal einer angerannt. Ein charmendes Zweischwert. Dankeschön für dein Loot. Und die Emeralds nehme ich auch mit. Und ich merke gerade, fürs Gameplay wäre es nicer, wenn noch mehr Villager einen angreifen würden. Und, wie heißt es? Diese Idee, dass einige Villagers auf Eisengolem spawnen, ist ja ganz cool. Aber wenn die in so... Ach du Kacke. Wenn die in so Häusern sind, ist das halt mehr Behinderung für die, als dass das dem was bringt. Ach du Kacke, Jungs. Lass mich bitte in Ruhe. Ulala, was haben wir hier denn bekommen? Dankeschön, nehme ich gerne mit. Wo ist eigentlich mein Ravager-Homie hin? Gibt es den noch? Ey, bitte lass mich in Ruhe, Eisengolem. Okay, hier hin. Und... Oh! Ey, lass mich in Ruhe. Nein, jetzt ist er weggerannt. Habt ihr gesehen? Habt ihr gesehen, wie schnell er weggerannt ist? Ey. Und ich muss auch sagen, fürs Gameplay wäre es nice, wenn die noch schneller wegrennen würden. Das war der letzte. Oh, oh, die sind hier gespawnt. Ich lasse euch mal hier raus, wenn das okay ist. Also ihr könnt mir gerne helfen. Hallo, kommt mal da raus. Leute, schade, dass hier kein Illusioner dabei war. Ich habe ja schon gesagt, dass auch Illusioner spawnen könnten und auch Evoker, aber mit einer viel geringeren Wahrscheinlichkeit. Die müsste ich auch noch hochschrauben, damit das hier noch mehr bockt. Ja, das ist halt saustark hier. Guck mal, diese... Das Ding ist ja viel zu OP. Ich muss ja einfach nur auf dem Teil hier sein und ich gewinne das basically. Aber es ist halt auch sauschwer, sowas schwierig zu gestalten, wisst ihr, weil... Der Spieler wird gefühlt eh immer besser sein. Man muss das halt entweder so sauschwer machen, aber
Guck mal, ich könnte zum Beispiel immer, ich könnte mich ja immer hochtauern. Und dann können die nie was machen. Deswegen, ich hoffe, ihr habt gute Ideen. Oh nein, ich habe meinen Ravager getötet. Ich finde diese Mod sehr cool. Man kann hier noch einiges erweitern. Deswegen, ich werfe hier einfach nur ein paar Ideen in den Raum. Und ihr wahrscheinlich auch. Und dann kann man ja am Ende des Tages gucken, was man davon übernimmt und was nicht. Wir haben hier noch ein Buch bekommen. Sick Touch, okay. Ja, ne? Hier haben wir noch eine Dia-Axt. Schmackhaft. Leider haben wir noch keine Rüstung bekommen. Wie man das Ganze hier abusen könnte, ist, indem man, ich denke, ihr wisst es schon, ich könnte jetzt zum Beispiel den ominösen Banner wegnehmen, in ein Dorf gehen, jeden zu einem Worksmith machen oder wie es heißt, also dass er halt Rüstung tradet und dann würde ich beim nächsten Gewinn oder Ausrauben halt nur Rüstung bekommen. Ich suche jetzt aber erstmal einen Lavasee, wobei eigentlich könnte ich jetzt auch ein neues Dorf suchen, damit ihr anhand des Effektes seht, dass es immer teurer wird. Boah, es ist einfach satisfying, wie das Dorf danach aussieht. Tja, was machst du da unten, Kumpane? Kannst gar nichts machen, ne? Schlecht für dich. Ich bekomme First Try und Flint und ich habe kein Looting. Suspekt, nehme ich aber. Flint Steel wollte ich machen und dann Abfahrt. Hier irgendwo war ein Lavasee, den wir usen können. Und sorry auch, dass der ganze Aal hier etwas chaotisch ist. Aber das ist, ja, ich will einerseits alles sagen, was ich programmiert habe. Und andererseits muss ich das, was ich programmiert habe, auch bekämpfen. Deswegen ist das hier ein bisschen manchmal überfordernd. Wir haben hier einen Lavasee. Das überfordert mich nämlich gar nicht. Hier kann ich nämlich eine Portalkünste zeigen. Habe ich jetzt meine Picke weggeworfen? Wisst ihr, warum ich meine Picke weggeworfen habe? Weil ich gedacht habe, ich hätte eine Dia-Picke. Oh mein Gott, jetzt muss ich da den Holz holen. Wo ist jetzt mein Ravager, wenn man ihn braucht? So, back im Biss wie irgendwie Cola oder Mezzo-Mix in der Limo und noch irgendwas, keine Ahnung. Den Nether-Part werden wir, denke ich, kurz halten, weil ihr wollt bestimmt noch sehen, wie wir ein paar Dörfer looten. Ich bin auch am Überlegen, hört mir zu, dass wir echt diese Taktik fahren mit denen. Erst, dass wir die Dorfbewohner umkonvertieren zu anderen Berufen und dann das Dorf angreifen. Ist ja auch schlau, ist so mäßig so Taktik, wisst ihr? Das heißt, wir holen uns ganz viele Lohnrouten, machen daraus Braustände, machen die zu Clerics und hoffen dann, dass wenn wir das Dorf überfallen, dass am Ende und während des Überfalls ganz viele Enderperlen gedroppt werden. Ich glaube, das ist eine coole Idee, die man machen kann. Trotzdem würde ich mir hier die Enderman nicht entgehen lassen. Ich habe gerade gedacht, ich hätte das Bett geplaced, oh mein Gott. Denn wenn hier schon einer ist, können wir den auch gerade mitnehmen, so ist nicht. Natürlich droppt er nichts. Ey, danke schön. Wir sehen uns gleich in der Festung, würde ich sagen. Es wäre kein No-Risk-Video, wenn ich nicht den Nether hier haten würde. Ich hasse es, hier zu sein, wirklich. Wir haben aber eine Festung gefunden, rein da. Ich finde nie eine... Oh mein Gott. Ich finde nie eine Festung gefühlt. Das ist so groß hier immer. Die soll mal mehr Festungen gönnen. Mit einem Schabenes Zweischwert bockt es mehr, die Dinger hier abzuwerfen. Abzuwerfen, vor allem abzutöten halt. Das sieht mir auch sehr stark nach einem Spawner aus. Wie viele Blaze Rods will ich farmen, wenn ich noch ein paar Clerics machen will? Lass mal so 10 Stück farmen oder so, I guess. Und dann sind wir gut ein Stück. Wir haben 13 Blaze Rods, 7 werden wir usen für die Enderpearl, 6 weitere werde ich... Oh, mal gucken, vielleicht kriegen wir noch weiter. Wie viele? Okay, ich lasse es doch sein. Ciao, ciao. Wie gesagt, 7 werden wir usen für die Enderpearl, 6 für die Clerics. Ich mache mich jetzt auf den Weg nach Hause, denn wir müssen ein Dorf sabotieren und einiges an Enderperlen stibitzen. Und ich hoffe, dass wir auch nochmal einen Ravager bekommen. Ich will einfach auf meinen Ravager-Homie ein bisschen reiten. Unser Effekt ist jetzt auch schon abgelaufen, was jetzt aber keine große Rolle spielen wird, denn hehe, wir werden den jetzt gleich wieder bekommen, denn wir werden ein paar Dorfbewohner, ey, ich will nicht sagen töten, das klingt so grausam, aber wir machen das halt. Da hinten habe ich ein Dorf gesehen, das werden wir usen, I guess. Aber vorher gehen wir schlafen. Gummo. Und ich brauche noch ein bisschen Cobblestone. Aber das sollten wir alles da hinten bekommen. Boah, das ist ein Riesendorf, by the way. Eigentlich wäre es jetzt schlauer, mit den Leuten danach zu traden, solange die mich noch lieben. So ein paar Fletcher zu machen und mir Bögen fürs End zu organisieren. Auf der anderen Seite wäre es halt auch funny, mit unserem Ravager da reinzugehen. Wir werden sehen. Stellt euch vor, die greifen mich jetzt trotzdem an. Die lassen mich nicht in ihr Dorf. Ich bekomme Hausverbot. What? Nee, halt jetzt. Das ist nicht mal ein Joke. Warum? Warum ist jetzt ein Raid gestartet? Nee, ich muss kurz in den Code gucken, Mom. Oh nein, ich zeige es euch kurz. Ich habe die Stelle auskommentiert, die dafür sorgt, dass man das auf dem Kopf haben muss. Ach du... Wie dumm. Wir sehen uns gleich wieder, ich glaube. Das soll nicht so. Vor allem, das war gerade nicht mal für den Gag. Ich wusste es selbst nicht. GG. So, jetzt sollte alles wieder beim Normalen sein. Das ist aber trotzdem gut, dass wir das gerade so gesehen haben. Denn jetzt kann ich direkt mal eine neue Sache ansprechen, die es hier gibt. Denn die Mod funktioniert noch nicht so... Also,
die Raids werden noch nicht gespeichert. Das heißt, wenn ihr einmal euch ausloggt, dann ist der Raid so gesehen vorbei und man kann nicht weiterspielen. Das ist noch eine Sache, die ich auf jeden Fall noch hinzufügen muss, dass die Raids gespeichert werden. Denn es könnte jetzt auch sein, dass ich nochmal zu einem Dorf hingehe, was bereits geraidet wurde. Und dann könnte man dann nochmal einen Raid starten. Und das ist ja Quatsch. Deswegen ist das noch eine Sache, die ich programmieren muss. Bin auch gerade immer am Überlegen, ob ich so ganz grausam bin und wirklich alle Dorfbewohner einbaue in ein großes Loch und dann den Raid starte, um die zu töten. Boah, doch, das machen wir, das machen wir. Das ist lustig, das ist eine lustige Idee. Doch, das machen wir. Hier wird unser Loch entstehen. Wenn nämlich die Rave kommt, dass ich die ausrauben muss, ist das nämlich perfekt. Weil dann habe ich alle auf einer Stelle und kann sie direkt ausrauben und die Items looten. Sehr nice. So, zwei Baustände hier. Dann können die da reingehen. Da haben wir schon den ersten Cleric. Ich hoffe, es gefällt dir. Was macht er denn hier? Die be chillin' though. Dann hoffe ich, dass die Homies hier auch was droppen. Dazu muss ich einfach nur noch den Banner nochmal auf hier placen. Auf meinen Kopf placen. Und dann seht ihr schon. Oh, geht das Ganze hier los. Und was hat er denn Schönes dabei? Etwas Rüstung für mich. Sehr gerne. Vor allem jeder Cleric hat ein Schwert bekommen. Das ist auch eine coole Sache, die ein Zuschauer, also einer von euch, programmieren könnte. Oder ich. Dass Clerics Potions werfen. Das wollte ich erst noch programmieren. Aber wie gesagt, ich habe noch ein paar Sachen freigelassen. Falls einer von euch Bock hat, das zu machen. So, jetzt gehen wir da ran, denn wir müssen die rechts klicken. Das ist nämlich gerade perfekt für uns. Da haben wir eine Enderperle bekommen. Und noch eine Enderperle. Und der Next Raid geht weiter. Wir müssen jetzt die Dorfbewohner killen. So, aber diesmal übernehmen meine Homies hier die Arbeit. What? Junge, wie hat er sich denn da hochgebackt? Der hat den im Mörderblick drauf. Oh, kannst du nichts machen. Ist aber schade, ne? So, ihr könnt mir auch gar nichts anhaben. Oh, und ich habe ja ganz vergessen, dass wir noch die Dörfer abbauen müssen. Oh la la, da haben wir einen Ravager. Moin moin. Schade, dass wir noch gar keinen Illusioner oder so gesehen haben. Ich musste mal ganz kurz gleich reingucken, warum das so ist. Also in den Code reingucken. So, ich habe gerade mal an den Werten rumgeschraubt, damit die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass ein Illusioner spawnt. Aber ich denke, ihr glaubt mir auch so, oder? Ich mache jetzt eben das Dorf noch kaputt und dann hoffe ich, dass wir genug Enderperlen haben. Die letzten Blöcke verbrennen. Wir haben es gleich geschafft und ich bin sehr gespannt, ob die Ausbeute genauso lecker sein wird wie mein Anuta-Riegel gerade. Ich weiß es nicht. Sondern noch das hier wegmachen und dann sollten wir gewonnen haben. Sehr schön. Ja, Cleric-Items kommen raus. Einiges an Emeralds. Leider nur ein paar Enderperlen. Eine, okay. Noch mehr Emeralds. Ein Helm, ja, können wir auch usen. Hier, die Schuhe sind auch cool. Nein, achso, ich habe meine Brauchstände kaputt gemacht, fällt mir gerade auf. Wie schlecht. Ey, wie dumm. Das ist ja richtig dumm, falls ich das nochmal machen wollte. Ja, wir haben leider nur 9 Enderperlen bekommen. Also nur eine quasi. Oh mein Gott, das ist nicht so gut. Wir müssten noch ein Dorf überfallen. Nee, ich glaube, wir gehen da einfach nochmal kurz in den Nether. Ich farm die Enderperlen, dann gehen wir noch ein Dorf traden und Sticks und Bögen. Und dann haben wir den Aal. Dann kann ich euch auch gerade noch zeigen, dass die Trades teurer werden, wenn ich diesen Effekt hier habe. Guck mal, der Villager von vorn ist noch immer hier. Dankeschön für die Enderperle. Finally, die letzte Enderperle, 12 an der Zahl. Das sollte fürs erste Mal genügen. Wir yeeten jetzt hier raus, setzen uns nochmal auf den Ravager, denn jetzt werde ich, denke ich, einfach einen größeren Wald suchen, am besten einen Dschungel oder Dark Forest. Werde mit dem Ravager dort Holz farmen, Bögen traden, blabiblub. Und dann sind wir eigentlich schon sehr, sehr gut equipped für den Endfight. Bye bye, Nether. War sehr cool. Oh geil, da hinten sehe ich einen Dschungel. Das sollte sich auch gut anbieten zum Holzfarmen. Das verstehe ich auch nicht. In den neueren Versionen ist es immer so, dass warme und kalte Biome nicht nah beieinander sind. Aber hallo? Dschungel? Schnee? Da hinten ist eine Savanne? Die wissen auch nicht, was sie wollen, oder? Da haben wir unseren Baum. Der wird sowas von gefällt. Aufladen, hoch aimen und boom. Muss mal kurz gucken, ob das Holz hier auch landet und nicht verbrennt. Ich hoffe, es ist auch alles verbrannt. Ey, das ist ja richtig grauenhaft. Ja, okay, das ist vielleicht auch nicht so die beste Taktik zum Farmen. Wenn hier alles dann verbrennt, dann farme ich es eben manuell. 1,5 Stacks Holz sollte genug sein. Wir suchen jetzt das nächstbeste Dorf. Und dann sollte es mal so langsam in Richtung End gehen.
Wieso habe ich überhaupt Holz gefarmt? Ich habe 52 Emeralds. Ey, das ist mir jetzt erst aufgefallen. Ich bin so lost. Junge, ich guck manchmal. Ach, ich brauche echt ein besseres Inventarmanagement. Ich guck da nie rein. Ich bin so ein Schussel. Geiles Wort, oder? Was erblicken meine Augen denn da? Ein wunderschönes Dorf, aber ziemlich klein. Oh, was ist das für ein großer See? Bitte nicht untergehen, okay? Bitte nicht sinken. Hallo? Ja, komm. Ich weiß, ich schubst dich doch. Kein Problem. Hey, nein, der ist... Oh nein. Ja, ich weiß. Wir bringen das hier hinter uns. Ich will nicht drüber reden, okay? Guten Tag, guten Tag. Aha, war die schöne Location hier. Da würde ich auch sehr gerne wohnen. Habt ihr das Video von Zetix gesehen? Also, tun wir so kurz am Rande. Der hat so eine geile Dach... Wohnung, die er nicht benutzt, also so ein Dachboden. Und ich bin echt am überlegen, ob ich da einziehe, so als WG. Ey, das wäre so stark. Egal, zurück zum Thema. Wir brauchen einen Fletching Table. Wie ihr seht, haben wir den Effekt hier. Villain of the Village 2, der dafür sorgt, dass die Preise hier teurer sind. Ihr seht es schon. Ich weiß nicht, das habe ich nicht gecodet. Das hat Mozi gecodet, das mit diesem Effekt hier. Es wäre cool, wenn sich der Effekt noch stacken würde und das dann immer teurer wird. Das ist ja echt Quatsch. Das muss sich mit der Inflation im Real anpassen. Das muss so richtig schön reinbrettern. So, aber kannst du jetzt mal den coolen Trade haben? Einmal bitte Pfeile. Okay. Hey, was ist mit dir? Komm her. Gib mir mal deinen Crossbow. So, dann scheren wir noch einen Kürbis. Später fürs End. Zack. Und wir gönnen uns noch einen schönen Bogen. Perfekt. Enderperlen werden noch vercraftet. Zack. Und dann würde ich sagen, starten wir hier noch einen schönen Raid. Und ich hoffe, dass ihr dann mal die neuen Entities seht. Also die neuen Raid-Monster. Rauf da, Jungs. Wir sollen Villager ausrauben. Und jetzt seht ihr es. Das mit dem Fletcher. Ey, es hat so lange gedauert. Aber wie cool ist das denn bitte, oder? Er hat so einen Bogen in der Hand und schießt mich ab. Aber dankeschön für deinen Stuff. Boah, der hat aber gutes Aim. Okay. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Bogenschützen. Auch wenn sie keine Bogenschützen sind. Das bockt ihr dann viel mehr, wenn wir so einen haben. Gönnt euch mal, wie aggressiv der ist. Voll geil. Das muss safe mehr kommen. Da müssen wir noch einen Villager ausrauben. Perfekt. Und jetzt müssen wir noch 4 Villager töten. Aber frag mich, wo meine Kumpanen sind. Ich habe irgendwas kaputt gemacht. Es spawnen keine Illusioner und so weiter. Es tut mir so... Ja, es tut mir so leid. Das ist das erste Mal, dass ich das hier probiere. Quasi ein Live-Test. Und es geht einfach alles kaputt. Aber ihr könnt es euch einfach vorstellen. Okay, dankeschön. Egal, für uns heißt es jetzt Richtung Stronghold. Also da lang. Besiegen dann schön auch den Enderdrachen. Und finishen hier das Video. Ich werfe nochmal ein Auge. Denn hier sollte der Stronghold sein, genau. Ich denke, ich kann für uns alle sprechen, wenn ich sage, dass hier auf jeden Fall noch ein zweiter Teil kommen muss. Mit mehr Villager, die angreifen. Mit Clerics, die Potions werfen. Mit mehr Fletcher, die Bogen schießen. Vielleicht mit weniger Eisengolems oder mit Mini-Eisengolems. Und das muss noch mehr wie so ein richtiger Krieg sein. Wisst ihr, so geil. Einfach, dass man sich jetzt denkt, boah, da ist gleich ein Raid. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ihr habt wahrscheinlich jetzt schon eure Ideen in die Kommentare geschrieben. Also gehe ich mal stark davon aus. Die werde ich mir dann durchlesen und dann auch hinzufügen. Und dann machen wir hier einen zweiten Teil, oder? Auf ganz entspannt. Und ich habe immer Angst bei dieser Version, dass ich den Stronghold nicht finde. Der kann ja in der Version richtig tief sein. Wenn ich den nicht auf Anhieb finde, denke ich immer, der ist hier nicht. Ich höre hier auf jeden Fall Zombies. Ich werde mich mal in die Richtung bauen. Hier. Perfekt, da haben wir den Aal. Moin moin. Chunk Borders aus. Und dann einmal bitte Portalraum finden. Aber da haben wir ihn schon. Perfekt. Viveto macht jetzt diese Dinger hier weg. Es steckt auch ein Auge drin. Das ist sehr schön. Das heißt, wir können ins End gehen, den Enderdrachen besiegen und dieses wunderschöne Video hier beenden. Ich rede so, als wäre es gleich vorbei. Ich stelle euch vor, ich sterbe jetzt einfach. Kürbis ist auf. Ich blase noch einmal mein Horn rein und dann wird jetzt der Enderdrachen besiegt. The End. Leider ohne unseren Ravager-Homie. So ist es halt. Das war der letzte Kristall. Unser Bratan hier kann sich nicht mehr healen. Komm runter, wenn du dich traust, sage ich dann nur. Okay, mach okay. Damit habe ich jetzt actually nicht gerechnet, dass er das auch macht, aber... Hallo? Boah, das geht so schnell mit Sharpness 2. Kein Problem für mich. Schade, dass wir nicht noch einen schönen Powerbogen bekommen haben. Kannst du bitte noch einmal landen, damit nochmal weiterhin Dörfer überfallen kann? Perfekt, macht er auch. Das könnte was werden. Oh, nein. Aber heute ist er ziemlich träge. Er weiß, was ich für ein King bin und wie viele Dörfer ich schon geradet habe. Weil der macht ja heute nur Quatsch. So, das sollte sein Ende sein.
Das ist auch sein Ende. Und das ist auch das Ende dieses Videos. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Klickt auf das nächste Video unten rechts für den Algorithmus. Würde mich sehr unterstützen. Und dann sehen wir uns entweder bei einem neuen Video oder bei dem Part 2 von dem Dörferüberfallen-Video. Ciao, ciao.